75.000 Zuschauer halten im französischen La Rochelle den Atem an. Der Amerikaner Stephen LeBoux schlägt sich beim Cliffdiving-Wettbewerb in 27,5 Metern Höhe. A startling moment for the cliffdiving community is witnessing one of the season favorites, Steve LeBoux, striking his head on the platform. Incredibly and somehow, Steve still manages to complete the entire dive. Sprung erfolgreich beendet. Darüber bin ich sehr glücklich. Ich schüttel mich jetzt einmal und bereite mich auf den nächsten Wettbewerb vor.